anderen Leuten zu stressig ist und mir Spaß macht, weil ich dann ein bisschen die Sprache und ein bisschen die Sprache. Ganz groß. Schön groß in der Mitte. Ja, oder kann man die Nase an der Schaufensterscheibe platt drücken und sieht dann auch alle T-Shirts? Man kann da nicht durchgucken, glaube ich. Man kann natürlich auch den Hund einfach hierher setzen. Oder das Logo hier. Der hängt ja von oben. Hier rechts oben, dachte ich. Auf dem Ladenschild ist jetzt aber schon auf dem einen Teil oben Schlitzohr drüber gebogen. Naja, klein ist das nicht, ne? An sich. So. Das ist so groß. Das ist schon ein ordentliches Ding. Also so groß. Also ich brauche zwischen den beiden Schienen 1 Meter Abstand, weil alles, was ich dazwischen hängt, 1 Meter breit ist. Ich finde, das ist der beste Platz für das Logo. Weil guck mal, hier liegen wir haben, ne? Hier stehst du und dann wird es in deinem Gesicht sein. Ja. In der Kopfhöhe. Wenn du da, dann kannst du auch rüber. Also dann siehst du hier, wenn du hier stehst, dann stört dich das nicht. Dann siehst du die ganzen tollen Sachen, die hier stehen. Und dann siehst du das und siehst du alles, was drin ist. Wenn es hier ist, dann verdeckt es hier. Dann kannst du auch hier nicht schauen. Steht auch nichts weiter drunter, oder? Hundeladen, Baden-Baden, Kopfbällchen. Nein, nee. Dazu. Ja. Also du bist in Baden-Baden und du stehst vor diesem Hundeladen. Muss man das so nicht beschreiben. Du hast ja gesagt, das war dieses Erotic World. Erotic World. Gibt's nicht mehr. Nur die sind so. Mach Schrank rein. Oh, so geil. Ja. Geht's hier unten lang? Sehr gut. Doch, guck mal, die hängt dann so ein Stück kürzer. Doch, das geht. Wir können in jedes Ding reinmachen. Ja. Schon ist ganz lieb, gell? Meine beiden lagen da gestern auch nur und haben ganz ruhig und friedlich. Lies mal, was da steht. Schlitz vor. Können wir es Schlitzhorn nennen? Schlitzhorn. Schlitzhorn. Ja, kein Ende. Thank you.
Oberschicht. Ich kann mich bei dem Fenster reinigen. Autsch. Hey Lola, da ist Blut, leck mal ab. Okay. Was? Wo? Wann? Die Kacktüte! Von meinem Römer da aus Italien. Aus Italien natürlich. Letztens haben wir zwei Frauen geärgert, das ist unglaublich. Und die Jungs aber auch. Ja, natürlich, klar. Hast du die Landschaft von meinem Spitzohr schon gesehen? Ja, die Wäldchen.